Der Film fängt damit an, dass Pol Pot über sein Interview mit dem ehemaligen japanischen Finanzminister Heizo Takenaka vom letzten Jahr berichtet, wo er ihn fragte, warum haben Sie die Kontrolle über das japanische Finanzsystem an eine Gruppe von amerikanischen und europäischen Oligarchen ausgehändigt? Die Antwort von Takenaka war, weil Japan von einer Erdbebenmaschine bedroht wurde. Fulford sagte dann, ich konnte der Aussage zu diesem Zeitpunkt nicht glauben, aber später, als ich einiges darüber veröffentlichte, sagte die japanische Sicherheitspolizei zu mir, weil ich dies berichtet hätte, würde die Stadt Niigata von einem Erdbeben getroffen werden. Nur 2 Tage später lag das größte Atomkraftwerk Japans in der Nähe von Niigata, mitten im Epizentrum von 2 Erdbeben, beide in der Stärke von 6,8. Das war dann ein großer Zufall für mich. Danach habe ich einiges recherchiert und fand dann alles über Harp heraus. Und sie wissen tatsächlich, wie man Erdbeben damit macht. Dies wird bewirkt, indem sie einen Mikrowellenstrahl in der Ionosphäre schießen, in der Stärke von 1 Milliarde Watt. Damit wird die Ionosphäre angehoben, die dann wieder zurückfällt. Und die Art und Weise, wie sie zurückfällt, bewirkt dann Erdbeben. Genau wie ein Opernsänger durch das Singen eines bestimmten Tons Gläser zerplatzen lassen kann, können sie die Frequenzen der Strahlung auf die Felsformation ihres Zieles anpassen. Dann fängt das Gestein an zu vibrieren und ein Erdbeben wird ausgelöst. Diese Maschine mit ihrer Mikrowellenstrahlung kann aber auch unterirdisches Wasser aufheizen und damit Erdbeben auslösen. Man bedenke, was macht eine Mikrowelle mit Wasser? Es heizt es auf. Und erst recht, wenn man 1 Milliarde Watt darauf hält. Jetzt stellen wir uns vor, man richtet eine Mikrowelle mit 1 Milliarde Watt auf einen tropischen Sturm. Damit kann man ihn viel größer und damit tödlicher machen und die Richtung des Sturmes steuern. Diese Leute sind in der Lage, den Zyklon, der zum Beispiel Burma neulich verwüstet hat, zu erzeugen oder den Tsunami, der Indonesien getroffen hat, durch ein Seebeben und das Erdbeben, welches gerade in China passierte. Oder jetzt Anmerkung von mir, wie es jetzt in Japan gewesen ist vor 2 Tagen. Ich habe dann in meinem Blog vorher gesagt, dass man diese Strahlung durch Farbänderungen in der Atmosphäre erkennen könnte. Und tatsächlich nach dem Erdbeben in China tauchten Videos auf, welche kurz vor dem Erdbeben einen verfärbten Himmel zeigten. Dazu kam noch, dass ein hawaiianischer Satellit kurz vor dem Beben eine Verringerung der Ionosphäre über dem Erdbebengebiet von 50% maß. Genau so eine Veränderung der Ionosphäre um die Hälfte würde man mit HARP erwarten, denn diese würde angehoben und dann wieder runterknallen. Es sieht aus, wie wenn die verrückten Kriminellen, welche die US-Regierung übernommen haben, Länder mit einer Erdbebenwaffe bedrohen. Ich fordere deshalb die Regierungen von Japan, Russland und China auf, alles, was sie über diese Waffen wissen, welche die amerikanischen Militärs verwenden, der Weltöffentlichkeit bekannt zu geben. Ich möchte auch alle loyalen patriotischen Angehörigen des US-Militärs, speziell der Luftwaffe, bitten, sie sollten doch die Kraftwerke, welche das HARP-System mit Energie versorgt, bombardieren, in Grönland und in Alaska, damit sie diese Massenmorde beenden. Sie haben damit schon 500.000 Menschen getötet, mindestens. Es ist doch kein Zufall, dass diese Ereignisse alle vom Zeitpunkt her politisch genau passen. So hat die US-Regierung die Indonesier aufgefordert, die Meeresstraße von Malakka für US-Kriegsschiffe zu öffnen und dem Kampf gegen den Terrorismus beizutreten. Aber sie haben es abgelehnt. Was passierte dann? Ein Tsunami, der die Küste von Indonesien verwüstete, und sie haben danach plötzlich kooperiert.
Genauso jetzt mit Burma. Es stand eine wichtige politische Wahl bevor und es gab diesen schlimmen Orkan. Und was für ein Zufall. Vor der Küste befanden sich französische, britische und amerikanische Kriegsschiffe, die voll beladen mit Hilfsgütern waren, um sie sofort liefern zu können. Normalerweise braucht es Wochen, bis man um die halbe Welt vor Ort ist. Und zudem gibt es den Zusammenschluss der BRIC-Länder, Brasilien, Russland, Indien und China und weitere Staaten zur Shanghai-Kooperation. Und auch Japan hat ein sehr, sehr freundliches Gipfeltreffen mit China abgehalten, wobei der japanische Kaiser den chinesischen Regierungschef dreimal traf. Präsident Bush hat den letzten Kaiser in den letzten 8 Jahren kein einziges Mal getroffen. In anderen Worten, die Vereinigten Staaten sind völlig isoliert und statt die Polizei der Welt zu sein, sind sie jetzt der Kriminelle der Welt, der Gangster der Welt, der Hooligan der Welt. Sie sind von Verrückten übernommen worden. Und wir müssen sie stoppen. Wir müssen auch verhindern, dass sie der westlichen Öffentlichkeit einreden, wir brauchen einen dritten Weltkrieg. Das wollen sie nämlich. Aber sie werden ihn nicht bekommen. Okay? So in other words, the United States is becoming isolated. And instead of being the policeman of the world, they have become the of the world, the gangster of the world, the bully of the world. They have been taken over by madmen, and they have to be stopped. But we must not give them any excuse to convince the Western public to support a World War III. That's what they want, and they're not going to get it. The blueprint for HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. What does HAARP do? HAARP is a large antenna where we beam radio frequency energy up into the upper atmosphere, and we create on a small scale what the sun normally does. The assignment came that the Navy and the Air Force were to manage the program. Applications discussed in the patents included destroying missiles. Communications control and disruption were included. There were some other ideas, both to possibly modify weather, and finally, to lift a portion of the upper atmosphere further out into space, where hopefully it would be able to deflect missile trajectories. In 1983, I did radio tomography with 30 watts, looking for oil in the ground. I found 26 oil wells over a 9-state area. And 100% of the time was accurate, which is 30 watts of power beaming straight into solid rock. HAARP uses 1 billion watts beamed straight into the ionosphere for experiments. Picture these strings on the piano as layers of the earth. Each one has its own frequency. What we used to do is beam radio waves into the ground, and it would vibrate any strings that were present in the ground. We might get a sound back like, and we'd say, that's natural gas. We might get a sound back like, and we'd say, that's crude oil. We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of radio power. If you do this with 1 billion watts, the vibrations are so violent that the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. HAARP can create some of the effects that the sun creates that are similar to the aurora borealis. HAARP can paint designs in the sky, if you will. You know, it can take the beam and move it in any pattern that you that the scientist who's doing the experiment might want to do. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.